Die Eider Luna läuft ein in Halifax. Es ist der erste Landgang seit der Tragödie mit Daniel Kübelböck, der von Bord gesprungen ist, nachdem auch jetzt zuletzt die Suche eingestellt wurde. Er wird als vermisst gemeldet. Die Aida Luna, das große Kreuzfahrtschiff, ist in der Bucht von Halifax langsam eingelaufen. Man sieht bereits an Deck viele Menschen, die den Landgang hier erwarten, die die Szenerie hier auch bewundern. Eine wunderschöne Bucht hier in Halifax. Und geplant ist ein Landgang von fast einem Tag. Eine gute Gelegenheit für die Passagiere, sich ein bisschen Abstand zu gewinnen, eine andere Szenerie zu sehen, kennenzulernen und was wahrscheinlich ihnen helfen könnte, diese Tragödie zu verarbeiten. Natürlich das Gesprächsstoff auch an Bord, Nummer eins, dieser tragische, wie man vermuten muss, Selbstmord von Daniel Kübelböck. Die in wenigen Minuten wird die Aida Luna hier in Halifax anlegen und die Passagiere können von Bord.